Markieren bitte. Trainingslager-Duell. Patrick Herrmann gegen Jan Olschowski. Wir spielen Fußball-Boccia bzw. Fußball-Curling. Ihr schießt 5 Bälle dort drüben an die Markierung und wer am Ende nach diesen 10 Bällen am nächsten dran ist, hat dieses Spiel gewonnen. Allerdings hat natürlich der, der als Zweiter schießt, einen leichten Vorteil, weil er die anderen Bälle noch wegkicken kann. Und deswegen schießen wir jetzt zuerst mal aus, wer anfangen darf. Wer jetzt beim ersten Ball näher dran ist, hat die Wahl. Fängt er an oder schießt er als Zweites und der andere darf sich dann aussuchen, mit welchen Bällen gespielt wird. Also, los geht's, Flacco! Warte, warte, der darf jetzt nicht wegschießen. Nee. Markieren bitte. Okay. Und... Ah, der ist besser. Ja. Okay. So, Testschuss geht an dich. Willst du anfangen oder nachlegen? Nachlegen. Nachlegen. Mit welchen Bällen schießt du? Ich spiele natürlich mit dem. Okay, dann fang an. Mit dem. Wer am Ende am nächsten dran ist, gewinnt das Halbfinale. Ja, für den Ersten. Für den Ersten. Der liegt gar nicht so schlecht da. Ah, die grobe Richtung stimmt. Oh. Ah. Enge Kiste hier, enge Kiste. Und der ist auch gut. Oh, den legt er davor. Genau davor. Ja, macht er. Oh, das ist knapp. Das ist immer noch super knapp. Jan legt nach. Ja, meiner liegt noch am nächsten so. Jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Ist auch zu nah hier, ey. Guck mal hier. Hier zu nah. Er schießt die Kamera um. Nee. Nein. Oh ja. Nein, oh ja, er schießt seinen eigenen Ball weg. Oh ja. Ja, das... Aber einen hast du noch. Ja, der nächste muss sitzen. Letzter Ball für Flacco. Horn weg, Flacco, Horn weg. Scheiße. Geh doch gegen die Kamera einfach. Ob der. Ja, ist vorbei. Und damit. Geht doch, einfach gegen die Kamera! Glückwunsch. Ach, schön. Bleib hier. Dann bleib ich doch noch da. Sieger im Halbfinale: Jan Olschowski! Thank you.